Selten händeln, nur wenn es sein muss. Aber ich möchte noch dazu sagen, es ist wirklich schade, dass man auch seitens der Behörden und Regierung ja momentan versucht, gerade die Terroristik und die Haltung von Reptilien zu erschweren, wenn nicht zu unterbinden. Heute berichtet Wolfgang, der Züchter meiner Kleinen, wie ohne Nattern, wie er zu dieser Schlangenart fand und was ihn daran so begeistert. Laien oder Leute, die keine Erfahrung mit Schlangen haben, werden sie es nicht glauben, aber tatsächlich hat jede Schlange auch ihre eigene Persönlichkeit. Und es gibt da auch Ängstliche, es gibt Aggressive, es gibt Vorsichtige, es gibt Neugierige, unter der gleichen Art, auch selbst unter dem gleichen Wurf. Doch zu Beginn gibt es die obligatorische Frage, die auch mir immer wieder gestellt wird. Warum müssen es ausgerechnet Schlangen sein? Schwierige Frage. Ich habe mich eigentlich schon immer für Reptilien, Amphibien von Kindheit auf interessiert und bin dann das erste Mal in Berührung gekommen in den 70er, Anfang 80er Jahren mit Strumpfbandnattern. Ich bin davon überzeugt, dass diese Frage, egal in welchem Hobby, niemals in einem kurzen Satz beantwortet werden kann. So auch hier, denn es gibt vielerlei Gründe für diese Passion. Es war leider nur eine kurze Episode. Schlangen faszinieren mich eigentlich von ihrem Bewegungsablauf, von ihrer Erscheinung, ihrer Lebensweise. Also schon eine erstaunlich, wie sich manche Schlangen auf kleinsten Oberflächen und so weiter bewegen können, auch durch kleinste Öffnungen durchschlüpfen können. Ja, und außerdem ist rein von der Ästhetik her finde ich Schlangen halt einfach schön. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, der Weg zu einer speziellen Tierart wie hier zur Dionynatter ist oft genug durch Umwege geprägt. So ergeht es auch Wolfgang. Hat mir sehr gut die Amornatter gefallen. Also eine tolle Schlange, eine riesige Schlange und auch eine gutmütige Schlange, die auch tagaktiv ist vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch an die Haltungsansprüche, was Temperatur zum Beispiel angeht, nicht so große Ansprüche stellt wie zum Beispiel jetzt übliche Königspython oder andere tropische Schlangenarten, auch was Feuchtigkeit und so weiter, also Luftfeuchtigkeit und so weiter angeht, sind sie also recht flexibel, sage ich mal. Ja, ich habe dann, es war damals in der Zeit, angefangen habe ich so um die 2000 mit meinen ersten Amornattern, auch recht schwierig, die Amornatter noch zu bekommen. In der Zwischenzeit hat sich das Gott sei Dank auch geändert. Gut, und über die Amornatter bin ich dann eben auf diese, ja, ich sag mal, asiatischen, ostrussischen Schlangenarten gekommen. Dazu kommt noch, muss ich sagen, dass die Amornatter sich eben einen relativ großen Platzbedarf hat, durch das, dass es auch eine relativ große Schlange ist. Sie eignet sich auch, ich sag mal, aufgrund ihrer Größe und vor allen Dingen auf die Geruchsintensität ihrer Ausscheidungen für die Haltung, zum Beispiel in Wohnräumen, nur bedingt. Es gibt, ich kenne Leute, die haben das, die machen das, die sagen dann halt, ist halt so, ja, ich wollte das jetzt nicht unbedingt haben, bin dann auf die Dionynatter gekommen, die ja einen ähnlichen Lebensraum auch vorkommt wie die Amornatter. Die hat natürlich ein weitaus größeres Verbreitungsgebiet. Ist ja bekannt vom japanischen Meer, also den Osten, fernen Osten Russlands bis in die heutige Ukraine, Iran, Korea und so weiter liegt das Verbreitungsgebiet ja. Ja, kurz und gut, hat ähnliche Ansprüche wie die Amornatter. Ist erheblich kleiner, natürlich. Und sie kommt auch in verschiedenen Farbvariationen vor. Und ist einfach, ich finde einfach eine hübsche Schlange, auch eine relativ relaxte Schlange, sage ich mal.
Ich habe mich viele Jahrzehnte mit der Zucht kleinbleibender Riesenschlangen beschäftigt, bin aber über die Jahre zu Tieren aus kühleren Regionen gewechselt, weil die Haushaltskasse so deutlich geringer belastet wird. Ein Thema, das angesichts der aktuellen Energieverteuerung in Terrarianer- und auch Aquarianerkreisen sicherlich noch zu erheblichen Verwerfungen führen könnte. Jedenfalls ist die Dione-Natter für Stromsparfüchse der ideale Terrarienbewohner. Ich hatte am Anfang die Vladivostok, zwei Stück, die sich zum Glück als Pärchen manifestiert haben, die ich noch habe. Und ich hatte noch drei aus weiter nördlichen Vorkommen, aus Chabarovsk, die ich aber jetzt wiederum abgegeben habe, weil ich meinen Bestand halt auch aus Altersgründen, sage ich mal, da es bei mir, naja, ich möchte mal so sagen, keine Nachfolge gibt, die sich jetzt um die Tiere unbedingt kümmern würden. Eine verantwortungsvolle Einstellung, wie ich meine. Im Allgemeinen rechnet man den Riesenschlangen eine hohe Lebenserwartung zu, aber auch kleine Nattern können da überraschen. 15- bis 20-jährige Kornnattern waren in meiner Population die Regel, ein Paar ist sogar deutlich über 30 Jahre alt geworden. Im Rückblick auf diese Erfahrung gehe ich davon aus, dass auch die Ohnenattern durchaus mehrere Jahrzehnte alt werden können. Ja, also mein Bestand besteht jetzt nur noch aus zwei Dione-Nattern. Ja, und die möchte ich natürlich noch so lange wie möglich, so lange wie es noch geht, behalten. Ich werde sie getrennt halten. Ich hatte ursprünglich die Idee, wenn ich das noch vorausschicken darf, dass ich sie in einem Terrarium zusammenhalte, hat sich aber gezeigt, es war auch zu erwarten, dass also dieses Männchen dann das Weibchen zu arg bedrängt. Interessanterweise decken sich Wolfgangs Erfahrungen in Bezug auf den Aufstellungsort eines Terrariums absolut mit den meinen. Und ich habe das ja, glaube ich, schon gesagt, ich hatte im Keller die Terrarien oder das Terrarium, wo ich sie als Jungtiere hatte, so auf der Höhe, so auf Kopfhöhe, war super zahm, super relaxed. Seit ich sie hier habe, wo sie jetzt meine volle Körpergröße oder die halbe Körpergröße sieht, war sie am Anfang total scheu. So langsam taut sie jetzt auf, da hat sie sich wohl auch daran gewöhnt. Es gibt weltweit kaum eine Schlangenart mit einem flächenmäßig größeren Verbreitungsgebiet als die Dione-Natter. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass bei einer gründlichen Revision die Aufsplittung der Dione-Natter in verschiedene eigenständige Arten die Folge wäre. Allerdings lässt die schwierige politische Lage in ihrem Verbreitungsgebiet vermuten, dass dies in absehbarer Zukunft kaum denkbar ist. Insofern scheint es mir wichtig, Schlangen wie diese Dione-Nattern aus Vladivostok in ihrer ursprünglichen geografischen Form für die Terraristik zu erhalten. Also ist auch bedenklich. Ich habe auch schon jetzt schon mehrfach mitbekommen, dann wird gekreuzt russische Tiere mit chinesischen Tieren zum Beispiel, um bestimmte Zeichnungsmuster oder Farbschläge dann besser hervorzubringen oder zu intensivieren. Und das macht natürlich das Ganze, sage ich jetzt mal, gerade da die Art noch nicht revidiert ist, dann im Endeffekt dann schwierig. Anfängerschlange, ja oder nein, welche Schlange ist eigentlich im Prinzip schon eine Anfängerschlange? Klar, irgendjemand muss mal anfangen mit irgendwas und ich denke mal mit einer, was ist jetzt schwieriger, Baumpython oder sonst irgendwas, wird er natürlich ein Anfänger nicht mit anfangen, wird er schon nicht anfangen aufgrund des Preises, weil so ein Tier dann gleich 400-500 Euro kostet. Winterruhe, das ist eben das der große Aspekt. Andererseits halten Leute ja auch griechische Landschildkröten, die eigentlich auch zwingend eine Winterruhe brauchen und die sehr viel empfindlicher sind, was die korrekte Durchführung der Winterruhe angeht. Grundsätzlich hat Wolfgang hier recht. Allerdings werden die meisten Landschildkröten im Freien gehalten und in unseren Regionen durchaus auch überwintert. Das macht dann im Verfahren die Sache für uns Schlangenhalter etwas komplizierter, wenn man nicht Besitzer eines alten, frostfreien, aber unter 10 Grad kühlen Kellers ist. Die Dione-Natter braucht also eine Winterruhe schon aufgrund ihres Verbreitungsgebietes. Die ist eigentlich relativ einfach und komplikationslos durchzuführen. Ich führe das in meinem Keller durch. Ich habe da einen Raum, unseren Vorratsraum, wo wir auch unsere Lebensmittelsachen lagern. Da habe ich dann den
ganzjährig das Fenster geöffnet und komme so im Winter auf Temperaturen von etwa 8 bis 10 Grad, was auch entgegen den Behauptungen mancher Experten auch für die Dionynatter vollkommen ausreicht. Ich tue die Tiere, wenn sie anfangen schlecht zu fressen, was meistens so gegen Oktober der Fall ist, dann nicht mehr füttern. Nach 4 Wochen wird dann auch nicht mehr geheizt, die Beleuchtung langsam zurückgenommen. Ich mache das lieber im trockenen Milieu mit einer Wetbox und kontrolliere dann die Tiere alle 3 bis 4 Wochen. Wichtig ist noch, dass die Tiere die Temperatur langsam runterkommt, wie auch, dass die Tiere absolut dunkel gehalten werden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Tiere zuträglicher ist, wenn die von Anfang an Beleuchtung reduziert wird und bei der eigentlichen Winterruhe dann das Ganze völlig verdunkelt wird. Geht ganz einfach, man kann die in einem Schrank irgendwie aufbewahren oder ich habe zum Beispiel ein schwarzes Unkrautvlies, das ich dann über diese Boxen drapiere, sodass die Tiere dann schön abgedunkelt sind. Aus meiner Sicht ist die Dionynatter eine durchaus auch für den Anfänger zu empfehlende Schlange, wenn die Durchführung der Winterruhe gesichert ist. Die kann nämlich auch ganz einfach in einem Kühlschrank stattfinden, falls kein geeigneter Kellerraum zur Verfügung steht. Die Elaphidione ist eigentlich eine sehr, relaxte Schlange. Ich nehme meine Schlangen sehr selten in die Hand, aber wenn ich sie mal rausnehme, sind sie in der Regel sehr zahm. Sie beißen in der Regel auch nicht. Wobei, ich hatte auch schon ein Exemplar, das also nur gereizt war und sehr nervös und auch nach der Hand gebissen hat, wenn man sie versucht hat herauszunehmen. Also die Sache, die Geschichte, dass Dionys gar nicht beißen, stimmt so nicht. Es gibt Videobelege dafür, zum Beispiel in der wildgefangene Dionys, die durchaus auch beißen, wobei der Biss natürlich harmloser ist wie, ich weiß nicht, was ich sagen soll, eigentlich macht er gar nichts, also sie sind gar nicht in der Lage, uns irgendwie zu verletzen. Jeder Goldhamster oder weiße Maus oder Katze natürlich sowieso, die können uns also schwerer verletzen wie eine Dione. Aber sie sind im Prinzip schon relativ stressresistent. Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann freut mich das ganz besonders. Falls ihr Anmerkungen oder auch eigene Erfahrungen zum Thema habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich geht es weiter. Die nächste Folge beschäftigt sich zwangsläufig mit der nahenden Winterruhe und dem bisherigen Wachstum der kleinen Nattern. Also bleibt gespannt und gesund. Bis bald.